Ist Ihnen schon aufgefallen, dass Bands früher einfach Platten verkauft haben, heute Merchandise in Form von Bier? Flüssiges Merchandise kann man also sagen. Da tun sich mir zwei Fragen auf. Erstens, haben Sie das Geld so unglaublich nötig? Und zweitens, ist es gutes Bier? Genau das testen wir heute mit der Band Velvet Two Stripes, wo passenderweise der grösste Hit hat mit dem Namen Drinks. Fanka und ich spiele Bass bei Velvet Two Stripes. Ich bin Sophie und singe bei Velvet Two Stripes. Und ich bin Sarah und ich spiele Gitarre. Viele grosse Bands haben eigene Biermarken auf den Markt gebracht oder andere flüssige Merch. Was halten wir davon? Es wäre mir niemals in den Sinn gekommen, irgendwie von einer anderen Band ein Bier zu kaufen. Aber man fragt sich halt schon, wieso. Und ob sie jetzt dermaßen auf dem absteigenden Ast sind, das finde ich ein bisschen komisch. Weil, ja nein, weil ich meine, es gibt so viele geile Sachen, die du kannst machen im Merch. Wieso? Und jetzt denkst du an die Fans. Für dich ist es natürlich schon cool, um dann ein Bier von dieser Band zu haben. Mir ist das vielleicht wie noch Erweiterung von deinem, weiß nicht. Oder fühlst du die Band näher? Ja, vielleicht fühlst du dich näher oder fühlst du dich verbunden. Wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt. Ja, aber es klingt ja auch komisch, wenn du jetzt mega Fan bist von AC/DC und dann nachher sagst du, hey, warte schnell, ich komme schnell ins AC/DC, nehme dir Köln frisch. Also. Warum denkt ihr, machen die Band das? Also ist es finanziell so schlecht um die Zweig, dass sie das müssen machen? Wir glauben, dass es vielleicht einfach daran liegt, dass es einfach gar nicht Bands sind, die da unbedingt wollen oder entscheiden, sondern halt die Management-Label, die ganze Karre, die dahinter steht. Die tun ja eh alle die gleichen Bands managen. Wahrscheinlich ist es einfach eine Band. Es war einfach eine Band, die einen gefunden hat, bringen wir Alkohol raus von den und den Bands. Und der Konzern tut ja eh alle managen. Und dann haben sie so schön einen 10-Jahres-Plan gemacht. Und jetzt profitieren sie schon davon. Jetzt gehen wir in den Contest. Wir haben vier Bier mitgenommen von vier verschiedenen Bands: Iron Maiden, Motorhead, AC/DC und die Hosen. Wir wollen von euch gerne wissen, welches Bier zu welcher Band gehört. Druck. Schmeckt wie Kopf ab. Das nächste. Besser? Weniger bitter. Besser. Also ich finde es besser, ja. Das schaumlose Bier. Mhm. Kritische Blick schon am Anfang gehabt. Ja. Es sind einfach nicht so anwächerig, muss ich sagen. Ja, es hat schon etwas. Nein. Einfach nein. Nein. Schlechter ist es jetzt. Ja. Fast viel Schale. Es ist mega schade. Es ist wie der Rest vom Fass. So komisch süßlich. Ja. Aber der deutlich am wenigsten Geschmack. Mhm. Das ist einfach ganz ein normales Bier für dich. Ja. AC/DC ist eins von diesen zwei. Echt? Dose? Das ist Iron Maiden. Ich glaube, das ist das Dosenbier. Was haben wir denn noch? Hosen noch und Motorhead. Sind wir Hosen da? Ja. Motorhead wäre da. Gut. Also, ich hoffe, ich bin hier. Okay. Das ist auch die letzte definitive Antwort. Yes. Ja. Das ist cool. Falsch. Ein Herzklopfen da. Yes! AC/DC! Yeah, boy, pull the trigger, pull the trigger, until when you gotta run. Yes! Sehr gut, einer von vier. Yes. Zum Next. Na, da haben wir den Typ auch Motorhead. Yes. Und es ist? Nein, die Toten. So schlechtes Bier von ihnen. Mega. Das war das Grusigste. Wow. Die Musik ehrlich gesagt auch der ja so ablegt. Das ist so falsch. Da können wir es noch richtig machen. Yes! Okay, Iron Maiden! Ich bin zwei von vier einmal geschafft. In dem Fall ist da Motorhead, oder? Ja. Das ist Motorhead. Wow. Die machen das so auch gut. Ja. Also, wir finden die Bier widerspiegelt die Musik von diesen Bands. Und zwar ist es so, dass die Bands, die Musik machen, die ein bisschen mehr Gutsi drin haben, ein bisschen mehr härter sind, die haben auch ein spezielleres Bier im Vergleich zu einem Toten Hosenbier, weil es einfach Tote Hose ist. Ich bin sehr enttäuscht von den Toten Hosen, dass sie als Deutsche so schlechtes Bier rausbringen. Ich als Band jetzt persönlich glaube, eher würde etwas rausbringen wie ein Whisky oder so, wo ein lang anhaltender ist. Welches Bier war das süffigste? Süffigste, also wo du am schnellsten trinkst? AC/DC. 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 Das ist ein gutes Fazit.